Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Gamecuts. Ich bin Paddy und wir öffnen heute ein richtig geiles Set. Wo ist es? Wer hat das Licht ausgemacht? Da ist es! Das Dark Phantasma Set. Ein sehr geiles Set. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe ihr auch. Bis gleich! Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir öffnen heute eine Dark Phantasma Box. Wer mein letztes Video verfolgt hat, wird wissen, warum hier diese beiden Booster liegen. Ihr habt noch die Chance. Ich werde das Video verlinken. Ihr werdet es wahrscheinlich oben, hier oben irgendwo sehen. Und auch unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr zu meinem letzten Video, wo ich eine Evoli Premium Kollektion geöffnet habe vom Pokémon Go Set. Hier habe ich zwei englische Booster, die verlose ich dort. Schaut da gerne vorbei. Und ja, wir öffnen heute Dark Phantasma. Eins meiner Lieblings-japanischen Sets, die bisher released wurden. Ich bin erst seit kurzem mit den japanischen Karten so addicted. Das hat angefangen, glaube ich, mit VMAX Climax. Eins der geilsten Sets habe ich auch, oder habe ich auch eine Sammlung zu und würde ich auch liebend gerne vervollständigen. Ist nur ein riesiges Set. Und ja, Dark Phantasma hat es mir auch angetan, alleine von den... Also es ist ein relativ kleines Set, das macht es für mich auch sehr attraktiv. Ne, weil da die Chance natürlich auch besteht, das zu vervollständigen. Und sie sind nicht allzu teuer. Das fand ich halt ganz cool. Oh Gott, Alter. So, jetzt haben wir es auf. Alter, das hat aber auch gedauert. Es ist nicht so ein typisches japanisches Set mit 30 Boostern, wo relativ wenig Hits pro Booster sind. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Hier sind, glaube ich, 20 Booster drin und die Hitrate ist eigentlich sehr gut. Laut dem, was ich bisher geöffnet habe. Ihr werdet auch dann sehen, wenn ich die Karten einsortiere in meine Sammlung. Und die Reverse-Karten sind hier mega schön. Die finde ich richtig cool. Die haben, glaube ich, so einen leichten Pokéball-Effekt. Aber gut, ich würde sagen, ich fange einfach an. Mir fehlen auf jeden Fall noch sehr viele Karten. Ich habe, glaube ich, erst eine Rainbow. Ich weiß nicht, ob ich eine Goldkarte habe. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Full-Art-Karten habe ich, glaube ich, auch keine. Ich glaube, ich habe nur Character-Rares. Oder habe ich eine Full-Art-Karte? Doch, ich habe eine Trainer-Full-Art. Stimmt, ich habe eine Trainer-Vollart. Ja, und die Karten, die wir jetzt hier sehen, die werden auch in verborgener Ursprung vorkommen. Mogelbaum, auch sehr coole Karten. Unser erster Hit ist eine Holo. Hier ist auch immer eine Holo garantiert. Und hier seht ihr vielleicht, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut erkennen kann, hier vielleicht dieses geile Reverse-Pattern. Ich finde das richtig gut. Mit den Pokébällen. Das sind 20 Booster, deswegen versuche ich ein bisschen schneller durchzugehen. Apropos verborgener Ursprung. Das wird ja jetzt auch demnächst released. Also was heißt demnächst? Das wird, ist noch eine Weile hin. Aber habe ich mir auch ein bisschen was vorbestellt. Und bin ich auch sehr gespannt zu. Ich habe erst überlegt, das Set zu skippen. Aber dann habe ich die ganze oder einen Teil der Setliste gesehen und dachte mir, kannst du eigentlich gar nicht skippen. Hier eins der Iconic Pokémon aus diesem Set. Gengar gibt es auch als Character Rare und glaube ich auch eine Secret Character Rare, soweit ich weiß. Sehr, sehr schön. Auch die Holo an sich. Von daher nimmt man mit. Ich glaube, ich mache das ein bisschen schneller, indem ich einfach die Booster einmal aufschneide. Zumindest oben das abmache, damit es ein bisschen leichter aufgeht. Ich bin gleich zurück. So, ich habe jetzt alle aufgeschnitten und das sollte jetzt ein bisschen zügiger gehen. Machen wir weiter. So, ah, hier auch. Sehr schön. Das Pikachu gefällt mir sehr gut mit der Beere. Ist ein sehr schönes Artwork. Auch als Reverse. Mega geil. Dann haben wir Raichu, die passend dazu. Und unser erster Hit. Ich weiß nicht, was ich von diesem Pokémon halten soll. Kupidos heißt es, glaube ich. Ja, gut. Da gibt es auch, glaube ich, eine Secret Character Rare drin. War, glaube ich, sehr, sehr... Das ist, glaube ich, mit einer der teureren Karten. Wo ich mir auch so dachte, die sieht nicht mal cool aus. Aber okay. Ne? Wollen wir ja, wir wollen ja nicht hier judgen. Ja, doch, wollen wir eigentlich schon. So, Zubat. Ich glaube, Booster Nummer 4 ist das jetzt. Auch Hisui Fukano dabei. Darf natürlich auch nicht fehlen. Hisui Viscargot ist das, glaube ich. Was ist denn die Entwicklung? Viscora, Viscargot, Viscaron, Viscoron, Viscargo. Keine Ahnung. Machomai als Holo, auch sehr schön. Und Griffel.
Ich finde es schade, dass man das hier, dass das hier nicht so rüberkommt, aber das sind richtig schöne Reverse-Karten. Booster Nummer 5. Haben schon ein Viertel geschafft dann. Unser erster Hit, wie gesagt, war dieses Cupidos. Mal gucken, was unser Secret Rare Hit aus dieser Box ist. Der Blasebalg ist es nicht. Ich packe mal die Pokémon Go Booster hier weg, damit die den Fokus jetzt nicht so stören. Da, Salamagnus ist auch dabei. Und Fion, auch sehr schön. Ach stimmt, Gold Hisui Zoroark ist hier auch drin. Das war ja auch noch hier drin. Das darf ich auch nicht vergessen. So, Zoroark, auch sehr geil. Mogelbaum, Krypuk, Pixie. Oh, unsere Vista ist Viscogon. Müsste das sein. Oh, ich weiß den Namen echt nicht mehr, es tut mir leid. Aber das ist auf jeden Fall mega sad. Warum auch immer. Und ja, ne? Die Zunge kannst du ja sonst wohin stecken. Ich weiß gar nicht, wie viele Vistas es gibt. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Zoroark als Vista. Dann gibt es noch dieses Viscogon. Viscora, ich werde es einblenden, keine Ahnung. Parasekt. Der Fokus, ne, ist auch echt. Ich mache das jetzt hier anders. So. So, die Schwestern. Dann nochmal Gengar. Okay. Und Zoroark in Reverse. Auch geil. Ich meine, das fehlt mir sogar. Auch hier die Holo-Karten, die ich doppelt habe, oder generell die Hits, landen natürlich auch im Green Cards Pot. Wer den Green Cards Pot noch nicht kennt, ich habe hier einen etwas größeren Stapel an grünen Karten, die ich im Laufe der Zeit gezogen habe. Da sind Rare-Karten drin, Holo-Karten, japanische Holo-Karten, V-Karten, alles Mögliche ist da drin. Die verlose ich oder werde ich bei Boxbreaks, gebe ich die raus, also für einen bestimmten Bestellwert. Ich glaube, für 15 Euro habe ich immer drei Karten oder so rausgegeben. Und erstmal, wir haben hier Galagladi als Hit. Sehr geil. Und ich mag die Familie nicht, weiß ich nicht. Um nochmal zurückzukommen zu den Green Cards. Bei den Green Cards, die gibt es bei mir auch auf dem Twitch-Kanal. Ich streame ab und zu und da kann man für Kanalpunkte kostenlos sich Green Cards erschleichen. Und ja, die Leute, die dabei sind und oder öfter mal dabei sind, wissen, was ich meine. Oh, stimmt, das habe ich vergessen. Hier gibt es ja noch Shinies. Und zwar haben wir hier Hisui Snibunna. Sehr schön. Und Vaumpel in Reverse. Auch eine sehr schöne Karte. Gefällt mir. Green Cards. Ne? Schaut da gerne vorbei. Auch Link unten in der Videobeschreibung. Hab auch Instagram, wo ich, oder Instagram, wo ich ab und zu auch mal was poste. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Hier auch geil Pipi. Ein richtig geiles Artwork. Mir gefällt das hier unten. Das hier. Wo es da einfach so richtig derpy in die Kamera guckt. Vaumpel, Ambidiffel, Papinella. Oh, das gefällt mir auch mega gut, diese Holo. Ist eine sehr, sehr schöne Karte. Und die Character Rare ist Gengar. Ich glaube, die fehlt sogar. Wie geil. Ja, das war eine von den Secret, von den Character Rares. Und ich meine, die ist auch in verlorener Ursprung mit dabei. Sicher bin ich mir aber nicht. Ich hoffe es natürlich. Wäre natürlich geil. Mal gucken, unseren Secret Rare Hit haben wir ja auch noch nicht gezogen. Griffel, Paras, Haunchcrow, ich weiß jetzt, wie heißt er auf Deutsch? Kramchef, genau. Oh nein! Warum? Oh, na gut, ich meine, die Karte fehlt. Aber warum? Na gut. Ach, warum ist das jetzt? Ach, ja gut. Wie heißt dieser Typ überhaupt? Er sieht ein bisschen aus wie ein Ninja. Hier von, hatte, guck mal, den haben wir sogar back to back gezogen. Das ist er hier, ne? Okay, das ist unser Secret Rare Hit. Kann man machen. Muss man aber nicht. Also ich versuche natürlich, viele von den Karten, die mir aus den Sets fehlen, selber zu ziehen. Aber wenn natürlich welche dabei sind, die relativ erschwinglich sind, dann hoffe ich natürlich, die nicht zu ziehen, damit ich mir die dann eventuell dazu kaufen kann. Für einen geringeren Preis. So, dann haben wir X-Bud nochmal als Holo. Auch cool mit den ganzen X-Bud im, X-Buds im Hintergrund. Und nochmal Zubat. Man merkt auf jeden Fall, dass die gesamten Artworks und auch die Pokémon Dark Phantasma gut repräsentieren, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann haben wir sowas. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Gut. Panikon, nee, Quatsch, Schalocco, Fion,
Juwelenbox oder so heißt die. Und da haben wir es, da habe ich eben noch oder vorhin noch von gesprochen. Hisui Zoroark. Oh Gott. In Fausta. Tja, ich meine, die fehlt auch. Nope. Aber ihr werdet es ja sehen. Sehr schön, schöne Karte. Gänger als Fausta gibt es, glaube ich, nicht. Ach, stimmt, es gibt Magnesone. Magnezou gibt es noch als Fausta. Pikachu, Palim Palim. Eine Flasche Pommes, bitte. Dann haben wir nochmal Hisui Zoroark in Holo. Auch sehr schön. Und das ist mit einer der schönsten Character Rares aus diesem Set. Die wird auch in Verborgener Ursprung, so wie ich das verstanden habe, wird es die auch geben. Sehr schön. Ich habe sie zwar schon, aber sie ist sehr gut zum Tauschen und oder um sie sich vielleicht irgendwo hinzustellen. Was weiß ich. So, Barschuft. Kramox, wie komme ich denn die ganze Zeit auf englische Namen? Und da haben wir Hisui Akani, auch geil. Sehr coole Holo, majestätisch, Lion King quasi. Ja gut, jetzt fokussiert er hier Pokémon. Hallo, kannst du bitte die Karte fokussieren? Ich möchte die Karte zeigen, danke. Kann man ja fast nicht mit Playmat hier irgendwas aufnehmen, weil die hier so distracted. Also, was soll das? Das sind glaube ich noch 4 Booster, haben wir noch. Unser Secret Hit ist leider schon raus für diesen komischen Bob. So, dann kann ich auch nur noch mal sagen, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut gerne mal nach. Oh, da sehe ich. Ah, hier, ne? Das meinte ich vorhin. Eine sehr schöne Karte in Reverse. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut gerne bei meinem letzten Video vorbei. Da könnt ihr jeweils ein englisches Pokémon Go Booster gewinnen. Ne, Link unten in der Videobeschreibung und ich werde es auch nochmal hier oben wahrscheinlich in der Infobox reinhauen. Oder habe ich am Anfang wahrscheinlich in der Infobox reingehauen. Für dieses Video könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr dieses Set findet. Also was haltet ihr von Dark Phantasma? Findet ihr dieses Set eher so meh? Oder ist das schon ein insanes Set? Apropos insane, da haben wir die nächste Character Rare. Ja, Hisui Akani. Ich finde Akani auf dem Bild richtig geil, aber was macht der da unten? Das ist so. Also der brüllt einfach auch irgendwo hin. Hat gefühlt keine Nase. Ist, sieht auf jeden Fall merkwürdig aus. Aber trotzdem sehr, sehr schöne Karte. Wir hatten jetzt 3 V-Karten mit Galagladi, Kupidos und Visco-Dingens. Und dann haben wir 2 V-Star gehabt, wir haben unseren Secret Rare Hit gehabt und wir haben, glaube ich, 3 Character Rares gehabt. Von daher, vielleicht haben wir noch was, sicher bin ich mir nicht. Relaxo habe ich auch selten gesehen. Bin ich mir auch gar nicht sicher, ob ich die habe. Und Pipi nochmal. Alle meine Lieblingskarten hier oder Lieblingsartworks hier nochmal in Reverse. Wünscht mir Glück, vielleicht haben wir noch was. Aber ich bin da eher so, naja, semi-positiv eingestellt. Weil ich schon einiges von dem Set geöffnet habe. Okay, gut, wir haben nochmal Hisui Elektroball. Auch eine sehr coole Entwicklung, meiner Meinung nach. Auch mit dem Typen. Haben sie sich cool überlegt. So, und Last Pack Magic. Haben wir nochmal Glück. Ich pack mal. Nee, pack ich nicht. Weil vielleicht ist ja eine Character Rare drin. Man weiß es ja nicht, ne? So. Auf jeden Fall, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Würde mich interessieren. Wir haben Schneebedeck, wir haben Schaloko, auch sehr schön. Quatsch, Panikon, auch sehr schön. Dann haben wir Traunfugil. Wie heißt der Bob? Gleiscor, wie heißt er auf Deutsch? Skorgro. It's me, Mario. Nein, die haben wir schon gezogen. Das ist die einzige Fuller, die ich habe. Warum ziehe ich die doppelt? Was soll das? Aber okay, dann kann ich wenigstens tauschen, den Schmalzlockenboy. Ja, vielleicht haben wir noch eine Character Rare. Wer weiß. Wir beenden auf jeden Fall dieses Video. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Mit! Kann ich einen Trommelwirbel haben? Dankeschön! Mit! Ja, wir beenden mit Schmalzlocke, würde ich behaupten. Ich mache hier Abmod und wir sehen uns gleich wieder. Ja, das war die Ausbeute vom Dark Phantasma Display. Sie war okay, also ich würde jetzt nicht sagen überragend. Wir haben zumindest eine Secret Rare gezogen, die mir fehlt. Und zwar die Rainbow, ich weiß nicht mehr wie der heißt, Dude. Und die Full Art, die wir gezogen haben, hatte ich leider schon. Ein bisschen ärgerlich, aber was soll's, die kann man bestimmt auch irgendwie gut vertauschen oder veräußern.
Ansonsten haben mir insgesamt 10 Karten gefehlt, inklusive Reverse-Karten natürlich. Was bei dem Sammlungsstand, den ich momentan habe, eigentlich relativ wenig ist, finde ich. Nichtsdestotrotz, ich liebe dieses Set, ich finde das sehr cool und werde auch weiterhin davon noch was öffnen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut auch bei meinem letzten Video vorbei, da könnt ihr immer noch zwei oder je ein englisches Pokémon Go Booster gewinnen. Und den Link werde ich auch unten in der Videobeschreibung reinhauen. Ihr könnt auch bei meinen anderen Social-Media-Plattformen vorbeischauen, Instagram, Twitch auch ganz gerne, bin ich auch manchmal online. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao!